Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts wurde diese Haushälfte in der kleinen und beschaulichen Stadt Pontefract in der Grafschaft Yorkshire Schauplatz eines der heftigsten Poltergeist-Phänomene in Europa. Die Familie Pritchard, die in dieser Haushälfte wohnte, sah sich Phänomenen und Ereignissen unterschiedlicher Art ausgesetzt. Angefangen von sich selbst bewegenden Gegenständen, über lautes Knallen, beschädigte und zerstörte Wohnungseinrichtungen, bis hin zu scheinbar körperlichen Angriffen. Zwei Exorzismen, die in diesem Haus durchgeführt wurden, schlugen fehl. Doch eines Tages schien sich der bislang unsichtbare Verursacher dieser Phänomene, den alle nur Fred nannten, dafür entschieden zu haben, sich zu zeigen. Denn zum ersten Mal wurde nun eine große, völlig schwarze Erscheinung in einer mönchsartigen Kutte gesehen. Sowohl von den Pritchards als auch von den Nachbarn. Der Höhepunkt der Poltergeist-Phänomene war allerdings der Angriff auf Tochter Diane Pritchard, die scheinbar von einer unsichtbaren Hand sowohl am Pullover als auch am Hals gepackt und die Treppe hinauf in die obere Etage geschliffen wurde. Schließlich gelang es ihrer Mutter und ihrem Bruder, sie von diesem Griff zu befreien. Doch für alle sichtbar waren die roten Male an Dianes Hals. Doch eines Tages hörten diese Phänomene ebenso plötzlich auf, wie sie auch begannen. Bis 2012, wo der Spuk von Neuem begann. Was hat all diese Phänomene ausgelöst? War es die angestaute Energie von Philip und Diane Pritchard, die zum besagten Zeitpunkt im pubertären Alter waren? Oder war es doch der Geist eines Klonizienser-Mönchs der Mitte des 16. Jahrhunderts, obwohl der Vergewaltigung und des Mordes an mehreren Mädchen schuldig hingerichtet wurde und nun ruhelos am Ort seiner Hinrichtung umhergeht? Eine Nachbarin weiß zu berichten, dass dieser Mönch, der wohl Michael hieß und mit Father angesprochen wurde, jedoch einen Zwillingsbruder hatte, der all diese Taten beging. Doch führte die übergroße Bruderliebe dazu, dass der Falsche hingerichtet und in einen alten Brunnenschacht, der sich auf dem Grundstück, wo heute nun das Haus steht, hinuntergeworfen wurde. Und bei Restaurationsarbeiten auf dem Grundstück wurden die Überreste eben jenem Brunnenschachtes ausgegraben. Eine Hälfte des alten Brunnens befindet sich unterhalb des Kaminplatzes im Wohnzimmer der Nachbarhaushälfte und die andere Hälfte genau unter diesem Kaminplatz. Und all das veranlasste uns, als erstes deutsches Team, diesen Ereignissen und Erzählungen auf den Grund zu gehen. Checkerfield Estates in Pontefract. Würdest du bitte die Tür schließen? Oh. Now we close the door, Father Michael, if it's okay for you. Sorry. Now we take some measurements. I forget. Close the door. Oh, I see. It's very hot here. Mm. Yeah, I feel it, yeah. It's hot. Warm. War das die Tür, wo wir nach oben gegangen sind, oder von dem vom Wohnzimmer aus? I think this way was the right way. I'm not sure. But I think this way was the right way. Closing the door. Yeah. It's okay.
Maybe it's time for a little bit light. Maybe, yeah. Bevor wir mit unseren Untersuchungen begannen, machten wir noch einige Grundmessungen und verschafften uns einen kleinen Überblick über das gesamte Haus. Somebody didn't close the bathroom door. It's not right closing here. Okay. It's... Close. Okay. Mehr anheben. I'm the late answer. Oh, nice. It's a mouse.
I take now some pictures. Some pictures. And here some pictures. And you know, some picture here. Kannst du es aufmachen? This is beautiful. What is that? Who is this? Do you know who is this? I don't know. Who is this man? I don't know. Sorry. Just make a picture. Open. Versuch mal. I don't know how I can it. Maybe I don't know. That's we cannot open. Okay. No, that's we cannot open. It's okay. It's not open. That's. Wir machen jetzt hier wieder. Hier. Auf. Last picture. And we're going now here. Back. We close the door right now. Okay. Ah, look. This. Ah, yeah. The flower. Okay. Oh, sorry. Du gehst vor, oder? Mhm, damit du dann die Tür zumachen kannst. Ich mach schon mal Licht aus, ja? Yes, you can go. Oder das hier ist das elterliche Schlafzimmer.
Und jetzt in das Kinderzimmer. Die Temperaturen sinken. Jetzt sind die Durchschnittstemperaturen um 25 Grad. Um 21 Uhr 2. Okay. 0 Milligauss. Ich öffne mal die Toilette. Dürfte aber vielleicht funktionieren. Aber wir wissen nicht. Das warst du gewesen. Ah, ja. Du bist mir zu nahe gekommen. Sorry. Warte ich mal kurz. Was befindet sich hier hinten? Hier ist eine kleine Kammer. Hier ist nichts drin. Okay. Schließen. Und hier oben auch, what is that? Auch eine kleine Kammer. Eine kleine Kammer. Mauer zu. Okay. Und jetzt machen wir wieder auf. So, wir gehen wieder runter. Okay. We go downstairs. And so. Take the stairs. Hier unten ist ein bisschen kühler. Der Geruch ist undefinierbar, also ich weiß nicht, ich würde nicht sagen, dass es unangenehm riecht, aber es ist vielleicht, oder, naja, es ist, ich weiß nicht, ich kann es jetzt nicht definieren.
So, ich fange jetzt an. Play the music. Für unsere Erakius-Technik spielten wir mehrere Musikstücke mit Mönchsgesängen ab, in Hoffnung, irgendwelche Reaktionen hervorrufen zu können. This music we want to play for you, Father Michael. Ich sollte mal die Tür aufmachen. Entschuldigung. Thank you.
music? It's a beautiful music. Do you enjoy the music, Father Michael? We can play for you another music. Mm-hmm. If you are here, Father Michael, you can come near. You can touch this device on the table. Then we know that you are here. Please feel free to touch this. Please come near, Father Michael. Please sit down. Sit down and enjoy the music. Do you like the music?
We have a Templar chant. Maybe you know about them, or you read about them. Maybe you like the music also. Ich von oben oder von dem an. Schwer zu sagen. Oh.
Schreibst du auf denn bitte? Schrittgeräusche? Wie viel Uhr haben wir? 22:02 Uhr. Thank you.
Do you enjoy the music, Father Michael? Father Michael, if you are here now, you can talk to us. Have you a message for us? Das Gerät tastet jetzt sämtliche Frequenzen ab. Und wenn jetzt Sätze oder Satzfragmente oder Wörter über mehrere Frequenzen hinweggehen, so kann man davon ausgehen, dass diese Wörter oder Satzfragmente oder Sätze unerklärlich sind. Father Michael, are you sad that you are here? Die Batterie vom Mailmeter versagt langsam. Ich habe andere dabei, ja. Do you like the flowers? The flowers, what we I bring for you? Do you like the flowers?
Das kann nicht auch möglich sein. Heavy. Was heißt Heavy? Schwer. Heavy. Heavy. Do you mean it's heavy for you to be here? Father Michael, what do you feel? Do you feel sad? Because of your brother? Oh, you don't want to speak about your brother. Then it's okay. What happens with you, Father Michael? Are you angry about that, what happened to you?
Are you angry that we are now in your house? What is with the house? Do you want that the people stay out of your house? How old are you? What is about God?
saw yesterday the All Saints Church. What do you think about the All Saints Church? Spiritbox-Session Ende. Jetzt gucken wir mal. So. Licht an, Licht aus. Ist mal Licht an. Folder B. Mhm. Uhrzeit ist jetzt? Habe ich aufgeschrieben, 22.58 Uhr. EVP Session, East Drive, Checkerfield Estate, Brigi und Markus, 22.58 Uhr. Father Michael, are you here? Do you have a message for us? I have here a little box with a red light, you can see, and you can talk to this. Don't be afraid. Feel free to come near. Are you sad about your decision to wandering around here in this house on this ground? Do you feel sad or are you angry? Are you angry that we are here today?
Or are you curious about us? What happens with you? Are you angry with your brother because he lied to you? Hundegebell von draußen. How old are you? Do you like the flowers what we bring to you? Was that a yes? Klopfgeräusch aus der Küche. Can you make it again? Are you now here in this room with us? If you are here now, do you want to take a seat, please? To take a little rest? And when you want, you can touch the flowers, maybe? Was you a young man when you died? Markus Bauch. Vielleicht die Geruchsveränderung. What's your favorite flower? Can you tell us? Maybe roses? It's a beautiful house here. I like it. BVP Session Ende. Das Klopfgeräusch werden wir definitiv auf der Kamera drauf haben. Machen wir eine kleine Pause jetzt erstmal. Würde ich vorschlagen. Und danach gehen wir nach oben. Können wir nach oben gehen, ja. Und dann machen wir hier oben wieder die Küche. Dann die Küche.
Küche machen. Hier, schau mal. Das war schon gewesen. Ja, nicht meine Hand. Ach, du willst hier anfangen? Nee. Erstmal hier gucken. Ziehen musst. Okay. Ja. Ich will jetzt hier nicht kaputt machen. Okay, ich mache hier erstmal Tür. Warte, bleib hier. Ups. Entschuldigung, das war ich. Ja. Wir lassen hier das Licht an erstmal. Okay. So. Okay, I just muss nur Okay. Sorry. What do you think? Here? Or here now? Maybe here. Yeah? Okay. Here? Yeah. Okay, here. Here's good. Und was wollen wir hier machen? EVP. EVP. Es ist warm hier. Mm. It's warm here, yeah. Sit on the bed, yeah? Okay. Sorry.
Du ja, bist müde, ne? I don't know why I'm what I'm. It's the weather. I think it's the weather why I'm so tired. Maybe it's the weather. I take some photos. Some photos here and here. Kann ich dir helfen? Wollen wir erstmal EVPs aufnehmen? Ja, yeah, EVP. Erstmal EVP. Wollen wir uns nicht auf den Boden hinsetzen? Das ist irgendwie so. Auf den Boden? Ja. Können wir auch machen? Ja, hier unten. Hier. Können wir machen? Ja, das finde ich besser irgendwie. Okay. Hier kann sich ja neben mich setzen. Beweg dich mal nicht. Kann das sein, dass das sich bewegt, wenn du dich bewegst? Geh mal. Mhm. Ah. Beweg dich mal nicht. Okay. Ja, ich habe Angst, dass ich jetzt, wenn ich jetzt mich da hinsetze, nicht, dass ich das kaputt mache. Nee, du warst nichts kaputt. Okay. So. Du kannst dich ruhig hinterlehnen. Besser. Dann haben wir alles im Überblick. Warte, ich probiere nochmal was aus, okay? Lassen wir es mal ohne Taschenlampe. Mach das Schnappe an. Mhm. Halt mal auf mein Tickel drauf. So, jetzt kann ich nämlich nicht sehen, weißt du. So. Ausmachen. Oh, vielleicht ist das Master Bedroom. Mhm. Oh, okay, das war ich. Entschuldigung, sorry. Uhrzeit? Sorry. 12 o'clock? Nee. At midnight? Nee. Nee, das ist 23:58. Mhm. EVP Session Nummer 2. Master Bedroom, East Drive, Checkerfield Estate. 23:58 Uhr, Markus und Briggi. Das bist du, oder? Bist du das? Das bin ich. Die Abdeckung vom Diktiergerät öffnet sich andauernd. Is someone here who wants to speak with us? Metallgeräusche kommen von der Heizung hinter uns. Das bist du, oder?
Ja, Priggy flüstern. Das ist ein lockeres Teil. Irgendwo, wo ich mich da anlehne. Priggy Markus flüstern. Do you have a message for us? Markus Bauch. Do you want to speak with us? Die Geräusche kommen von draußen. EVP Session Ende. Mach mal Licht. Was ist denn das? Ich glaube, es bringt nichts, wenn wir uns hier anlehnen, weil es knackt dann immer wieder. Hm. Oder wir gehen dahin. Ach nee, da ist was. Oder wir uns hier anlehnen, bringt leider nichts. Hm. Das hörst du ja. Und egal, wie wir uns, jede einzelne Bewegung. Oder wir setzen uns ganz normal hin. Dann können wir uns auf dem Bett setzen. Oder so, ja.
Moment. Why? Okay. So, kann ich dir irgendwie helfen? Sitz dich einfach hier. Ich weiß. Wo wollen wir die Spirit Box hinstellen? Vielleicht da, in der Nähe von der Tür? Oder? Das spielt ja keine Rolle. Wir können es auch hier hinstellen. Ach so. Das spielt ja keine Rolle. Okay. Gut. Ich muss irgendwo von draußen kommen. Was ist denn das? Hörst du das auch? Das Brummen? Mhm. Ich denke mal, das kommt vom Camcorder. Schon extrem laut dann, ne? Ja. Ja, ist okay. Ich will ein bisschen unten, damit wir es besser hören. Nee, ich halte es in der Hand, denn. Ja. Okay. Sorry. Wird auch noch, ne? Oder nicht? Und das machen wir nicht. Ich nicht. Okay. Aber ich fotografiere den Ball, ne? Machen wir jetzt einen Kuss? Okay. Is someone here who wants to speak with us? What's your name? Do you have a message for us?
What's your name? Can you tell us your name, please? Can you talk to us? To the living room, and later we come back. Okay. Light is on. It's okay. Light is on. Okay. That's right. Ich muss ein bisschen doll drücken. Oh, okay. Oh, sorry. I'm so sorry. Schau mal. Guck mal, mir ist so, als ob die Blätter da nach links hängen. Schau mal. Mach mal zu. Sorry. Schau. Als hätte man das ein bisschen verbogen. Siehst du das?
Wir können ja nachher mal... Aber wenigstens liegen keine Gegenstände auf dem Boden. Ups. Ist das irgendwie offen? Schau mal. Nee, das ist nicht offen. Ach, das sieht nur so aus. Das sieht nur so aus. Das ist so. Nee, komm mal hierher. Yes. Das ist offen. Komm mal hierher, das ist offen. Das war vorher noch nicht offen. Du darfst nicht vergessen, ich bin vorhin aus Versehen hier rangekommen. Ah, okay. Als hätte man das verbogen hier, oder? So ein bisschen. Na gut, ich habe ja vorhin Fotos gemacht davon. Ich habe sie auch gefilmt, werden wir ja sehen. Das kann aber auch daran liegen, dass sie nach der Weile... Wenn sie kraftlos werden. Ja, das ist ja das, was Carol gesagt hat. Mhm. In den verschiedensten Räumen hast du auch die verschiedensten Gerüche. Ja. EVP Session 30 East Drive, Checkerfield Estates, 0 Uhr 54, Briggy und Markus. Is someone here who wants to speak with us? Father Michael, do you have a message for us? We heard about that you love this room. Was Bauch? Markus Bauch. Sometimes things disappears here in this kitchen. Do you know about it?
Yes? One moment, please. Nimm die Sachen mit. Mhm. Ja. One moment, please. Do you find the key, Schatzi? Er ist in der Küche. Ups. Schatzi, er ist in der Küche. Hi. Hi. My mom says, are you ready? Because she's just wanting to get to bed. Yes. Okay. Yes. Yes. Es war für uns an der Zeit, unsere Untersuchung zu beenden und die Hausschlüssel wieder abzugeben. Trotz der Tatsache, dass jemand, war es vielleicht Vater Michael, für einen kurzen Moment in der Küche war, hatten wir leider nicht mehr die Zeit, dem auf den Grund zu gehen. Nachdem wir die Schlüssel abgegeben hatten, riefen wir uns ein Taxi, das uns in unser Hotel bringen sollte. Und während wir vor dem Haus auf unser Taxi warteten, bemerkten wir, dass das Haus und dessen unsichtbarer Bewohner noch ein Abschiedsgeschenk für uns hatte. Im oberen Stockwerk brannte ein Licht, obwohl niemand mehr im Haus war. Wer immer auch in diesem Haus umgeht, sei es Vater Michael oder jemand anders, er hat unsere volle Aufmerksamkeit, so dass wir auf alle Fälle wiederkommen werden.